Und it's so pretty! Und ohne Kack, ich hab das erste Foto, was wir gemacht haben, sah voll kacke aus. Dann macht Nana so ein spontanes Selfie und ich so, Nana, das sieht niemals im Leben gut aus. Und plötzlich kam das Foto dabei heraus und ich so, ein Foto, auf dem ich nicht aussehe wie eine Pfanne voll Bohnen. Was hast du gemacht? Vivi? Wie eine Pfanne voll Bohnen. Das liegt auch mit einem Winkel, weil man sieht, dass Nana es von oben fotografiert hat. Ja, ich weiß, dass es von oben in der Regel besser aussieht, aber grundsätzlich, wenn ich Fotos mache von mir selbst, egal aus welchem Winkel, grauenhaft aus. Wirklich. Ich sehe immer grauenhaft aus, also von daher. Das stimmt auch. Das stimmt nicht. Du hast jetzt auf Twitter die letzten Tage, was war das, 2, 3 Fotos hochgeladen, wo du ein gutes Foto... Ich habe Sonntag 1 hochgeladen. Egal, es war ein gutes Foto. Ich sehe auch immer scheiße aus, also von daher. Ihr seid alle wunderschöne Grazine bei den Elfen und jetzt will ich nur einmal bohnen. Danke. Fetter Santa Claus, halt die Klappe. Rutsch mir meinen gewaltigen Bart runter. Niemals. Das für ein Animation-GIF, Alter. Ja, man muss sich vorstellen, Bomberman Generation hat irgendwo Lore. Lore, die kein Schwein kennt. You've betrayed the Lore. Was eigentlich schade ist, weil ich hätte es interessant gefunden, wenn da mal ein bisschen, ne? Aber es ist, wie es ist. Man kriegt keine Lore. Bomberman ist ja nur in Japan toll gewesen. Wir hier... Wir haben immer gedacht, so, alter Bomberman, habe ich doch mal gehört. Da kam doch für den Super Nintendo, für den Nintendo 64 kam doch da mal was. Na, mein Sohn, was spielst du da? Bomberman. Oh, und was machst du da? Bomben legen. Okay. Ja, das wäre heute schon wieder so eine Sache. Das war damals schon so eine Sache. Ja, doch. Du kriegst Punkte dafür, dass du Bomben wirfst. Das Spiel macht Bombenleger aus meinen Kindern. Das Spiel macht aus meinen Kindern Bomben. Zeitbomben. Boom, fuck you. Shadow, ich nehme mal an, nach dem Stream hast du später keinen Bock mehr, was zu zocken, oder? Probably not. Ach, schade. Ich dachte, wir könnten heute mal wieder Stardew Valley weitermachen. Nee, sorry. Okay. Alternativ machst du halt einen Zweitstand auf, wo nur zwei auf der Farm erstmal rumeiern. Eben. Oder so. Macht doch den einen nur für euch beide zum Beispiel. Okay. Könnt ihr ja mal gucken, ob Mandy mitmachen will. Mandy? Oh, Verzeihung. Jetzt habe ich den Namen falsch ausgesprochen. Ich meine natürlich Andy. Oh, Mandy. Ich meine, ich habe ja jetzt vorgestern war das, da habe ich mit Shiva noch weiter gezockt. Also, wir haben uns mittlerweile darauf geeinigt, so, wir streamen immer so, wir machen das immer spontan, dieses Projekt, weil wir da beide mal Spaß dran haben. Mhm. Und sie verdrängt euer Geld. Nicht mal. Oh. Und sie verträgt euer Geld. Ja, Vivi, das hast du gar nicht mitbekommen, ne? Das war das eine Mal, da habe ich an dem Tag irgendwie sehr viel geangelt und musste dann früh pennen, weil ich keine Energie mehr hatte. Und dann ist sie aber noch in der Bar rumgelungert und hat auf einmal unser gesamtes Geld versoffen. Oh, wow. Weil Bier ja... Bier ist pricey. Ja, ich weiß, das kostet irgendwie 800 oder so. 400. 400. Okay. Sofern. Das war der beste Weg, um Freundschaften aufzubauen. Ja, man hat mir gesagt, irgendwie mit Pam kann man da ganz easy dann was machen. Eigentlich die meisten der Erwachsenen stehen drauf. Die Teenies kannst du ja mit Kaffee locken oder mit Eis. Hm. Ja, gut, wir sind jetzt mittlerweile so weit, wir haben jetzt Sommer. Es war Sommer. Oh, das Ding ist, wenn du besonders bei Pam gut punkten willst, also klar, Bier geht immer, aber sie mag ja besonders dieses Pale Ale oder was das ist. Das musst du zwar selber brauen, aber da rastet sie komplett aus. So, oh mein Gott! Mhm. Also ein helles halt.
Ja, ein kühles Blondes mal. Kühles Blondes. Ja gut, Pam, habe ich heute ein großes Event gehabt. Na, ich hatte schon mein erstes Event jetzt hier mit Abigail. Hm. Ich fand das toll, mit ihr musste man zocken. Sie meinte einfach, ich krieg das erste Level nicht hin. Meine Reaktion darauf, es ist das Dark Souls. Das ist aber echt... Ohne Kack das Spiel, ne? Hier dieses... Wie hieß das nochmal? Rand? Nein. Oh, das mit dem Cowboy. Ja, genau. Quest of the Prairie King oder sowas. Das ist... Ich hab's ja mal probiert, ne? Aber ich... I can't. Es ist ziemlich herausfordernd. Es ist ziemlich herausragend. 10 out of 10. Es ist das Dark Souls des, des Bauern. Ja, nee, weißt du, der Anfang ist ja noch ganz entspannt. Da denkst du so, oh ja, du schießt so diese kleinen Monster ab und alles ist gut. Und plötzlich kommen einfach da 10.000 Horden und du denkst dir so, oh mein Gott, was ist mein Leben? So, und es ist einfach Reizüberflutung. Next Doom confirmed. Mhm. Du bist der Dunkai. Ups. Wo geht's denn hier lang? Warte mal, hab ich die überhaupt schon? Shit. Warte mal. Ja. Heute machen wir das so. Also, ich mach kurz nochmal das PvP in Takankon und dann kann ich ja vielleicht gleich mal gucken, ob ich den Server hinkriege. No. Also, sollte ich hinkriegen. Wäre dumm, wenn ich. Was zum Geier? Marco hat mir einfach mal random einen Teleporter tot und wir haben aufgebaut. Hä? Ja, ab und zu kriegst du ja von deinem Ehepartner Geschenke in die Hand gedrückt und die hat mir jetzt gerade einen Teleporter-Totem für einen Hof gebastelt. Okay. Oh, wie cool. Ach ja, by the way, ich hab hier an so einem Teleporter mal nebenbei gearbeitet. Nothing special. Ja, gut. Ja, das Ding ist, du kannst den nur einmal benutzen. Ja, aber hey, ich hab jetzt einen. Es hat halt doch seine Vorteile, wenn man eine psychopathisch veranlagte Erfinderin zur Frau hat. Und ich liebe sie. Sie ist bekloppt, sie ist mir Schucke, sie steht auf Kaffee. Was ist Besseres? Hä, how do I... Irgendwann bringe ich sie noch dazu, den Linder zu bauen. Hey, es ist gefährlich auf so einem Hof, wir brauchen eine Linder zum Aufpassen. Baulinder. Scheiß auf die Katze. Gucken, ob es einen Mod gibt, der das Haus dir gegen irgendeinen Turret ersetzt. Hast du unsere Tochter gegen einen Turret eingetauscht? Nein. Nein, die Katze. Ich habe die Katze eingetauscht. Ja, dann. Das ist doch eine Tierallergie. Die hat sowieso nichts gemacht. Ja, der Turret macht auch nichts. Doch, der piepst. Der piepst. Ja, der macht Piep-Piep. Hahaha. Oho, haha, hehehehe. Oho, haha, hehe, hoho. Ah, stimmt, das ist das letzte Vieh, was uns fehlt. Bash him. Ach, das ist der Ochse. Ach, dieser läppische, schlechte Ochse, den keiner der will. Der Ochse! Ja, der heißt Big Ox. Kannst du nicht so über den Kampfochsen lästern, das ist die härteste Yu-Gi-Oh!-Karte ever. Ox! It's the strongest card in Duel Monsters, like ever. Big Ox! Das ist die schwächste Karte! Der Angriffsmodus, oh nein, die stärkste Karte ever. Mit dem kann man Landminen legen, das ist voll unnötig. Braucht man einfach nicht. Es ist auf jeden Fall eine wertvolle Message in dem Spiel. Landminen braucht kein Mensch. Ja. Ist nicht nett. Ist nicht nett und das macht man nicht. Also Kinder, sagt nein zu Landminen. Say no no to Bobo. Wer ist Bobo? Deine Mutter. Nein, meine Mutter heißt nicht Bobo. Aber die Vorstellung wäre lustig. Wie heißt deine Mutter Bobo? Nee, ich hatte nur gerade im Kopf,
Holz, also Bobo als Vorname und dann Holz Nachname, I fucking can't. Ich sag dir jetzt nicht im Stream, aber das wäre mega lustig. Das wäre auch praktisch, wenn du ihn nicht sagen würdest. Nein, mache ich auch nicht. Ich bin eine sehr careful person. Weißt du, was noch schlimmer wäre? Bobo als Nachname. Bobo als Nachname, Alter. Oh, und dann hast du einen zweiten Namen und wirst abgekürzt mit DJ. Oder JD. JD Bobo? JD Bobo. Dann wirst du alle Woche von DJ Bobo verklagt wegen Namensrechten. Spencer, JD. Woche, du willst also sagen, der klagt jede Woche aufs Neue gegen dich? Ich glaube nicht, dass das ein echter Name ist. Kein Mensch heißt so. I don't believe you. Oh, I don't believe you. Schon total gelangweilt. Schon wieder eine Klage vom Boho. Schon wieder. Geht ihr nicht langsam mal das Geld aus? Eine Klage vom Prinz Abobo. Die Zeit ist wieder. Es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen, Prinz Abobo. Abobo. Oh, Disney Quotes out of context. Mhm. Das sind die besten. Mhm. Weil sich niemand mit deinem Papa anlegen will. What the fuck? Aus welchen war das denn nochmal? Überleg. Warte mal, weil sich niemand mit deinem Papa anlegen will. Wie? Ah, König der Löwen. Ja. Weil sich niemand mit deinem Papa anlegen will. Ich liebe dieses Zitat einfach nur. Es ist so unglaublich retarded. Naja, aber irgendwie stimmt's ja. Was war das eine Ding? Ihr Name ist Schneewittchen, sie muss sterben. Die wissen bei Disney, was tot ist? Also die bei Disney wissen mehr, was tot ist, als bei anderen Filmen. Komm, steck. Nee, ohne Kack, wie viele Leute sind bitte schon in Disney-Filmen verreckt? Like a lot. Ich geh jetzt mal ein Stückchen weiter, was den Deep Shit angeht. Zähl mal durch, wie viele Disney-Prinzessinnen sind nur mit einem Vater aufgewachsen, weil ständig die Mutter tot war? Ich wollte gerade Bambi sagen, bis ich realisiert, dass es keine Prinzessin. Entschuldigung. Und halt generell jetzt mal auf alles bezogen bei Disney. Ja. Ein bisschen arg gestörtes Weltbild, was Familie angeht. Also entweder fehlt bereits ein Elternteil, oder ein Elternteil stirbt, oder beide Elternteile sind weg. Ja, aber wirklich in den meisten Fällen ist eigentlich immer die Mutter, die verreckt. Selbst bei den verkackten Fischen. Ja. Scheiße, tatsächlich. Also ich glaube, die haben da irgendwas zum Kompensieren. Haben, das ist sie. Oder sterben beide Elternteile. Ja. Tragisch auf einem Schiff. Oder sie fragen sich, was sind Eltern? Ja, yeah, wait a moment. Inklusive Phil Collins. Ja, der... Boah, Alter! Entschuldigung. Alter, verdammt. Ich bin ganz kurz weg, weil ich habe vorhin noch nichts gegessen und jetzt gibt's Rührei. Ich bin gleich wieder da. Cool. She's going on an adventure. Vielleicht kommt die epische Geschichte, wie sie Rührei gegessen hat. Und dann gab es Speck. Ich schwärme für Speck. Und dann nahm ich das Rührei und aß es. Oh, ich hasse diesen Boss. So ein heißer Erziehungstipp für jeden, der Kleinkinder hat. Wenn's Gemüse kippt, lasst einfach von Death Note die Mucke laufen, wenn's Kartoffelchips gibt. Cool. Ja. Hast du es auch so gegessen? Ja. Mach auf jetzt.
Dieser ständige Stun, ey. It's an enemy stun. It's an enemy nerf. Das manchmal auch. Oh mein Gott, kann ich den irgendwie umbringen? I'm so fucking... Ich meine, ich habe Invincibility Frames in der Zeit, aber es nervt. Pimmelbacke, ey. Mit seinem dummen Arm der Gerechtigkeit. Boah, Alter, nervt der. Was sind die Arme der Gerechtigkeit? Wieso ging der Schaden jetzt nicht durch? Cool. Ja, das bin ich. Frage. Denkst du, Lian und Billy würden sich verstehen? Ja. Gut. Ah. Die würden ein Bierchen trinken gehen. Nervroboter. Weil ich da nämlich halt gerade was am Aufschreiben bin. Du hast hier nur gespielt, du weißt, wie Billy tickt. Ja, nur, ich bin halt da also trotzdem ein bisschen überlegen. Das ist ein notorischer Einzelgänger mit einem weichen Kern. Es ist Lian 2.0. Oh, by the way, prepare for the easiest boss in this game. Was macht er jetzt schon wieder? Mist? Der einfachste Boss im gesamten Spiel. Madman. 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 Schuachi! Genau, sich genauso. Wett. Sei ehrlich, du bist derselben Meinung. Wett. Ich meine, ich kenne das. Jedes Mal, wenn ich das mache, jedes Mal, wenn ich das sage und das Ganze auch so meine, wird aus mir auch ein dreiköpfiges Flammenhühnchen. Passiert dir doch auch ständig wohl, sei ehrlich. Bei mir ist es immer ein dreiköpfiger Aufwand. Ah. Nostalgie und so. Das Witzigste ist, dieser Boss hat schlicht und ergreifend keine richtigen... wie drücke ich es aus? Es sind nicht Invincibility Frames, weil die hat er ja. Sagen wir mal, jeder Boss hatte so diese Momente, wo man ihn angreifen konnte. Er hat so seine Momente. So in etwa. Den hier kann man immer angreifen. Also immer. Draußen, dann ist so unbesiegbar. Ja, genau. Er hat halt so 2 Sekunden nach jedem Treffer, wo er mal nicht treffbar ist. Aber sonst kannst du ihn immer treffen. Das ist deswegen easiest Boss. Neben dem Final Boss, wo ich leider sagen muss, da kommen wir ja noch zu. Ich meine, guck dir das an. Dieses fucking Hühnchen wehrt sich schon nicht mal unbedingt. Und it's dead. Dieser Boss ist so fucking einfach. Vor allem, ich habe damals gedacht, als ich das erste Mal gespielt habe, meine Güte, vielleicht hat er ja noch eine zweite Phase, aber nö. Ende. Nothing. The End. The End. Na, ist ja nicht mal The End, jetzt kommt ja noch die Final Stage und Final Boss, aber der Final Boss ist genauso easy. Das ist The End. Deswegen, irgendwann müsste ich eigentlich mal das Spiel, einmal all diese komischen Blitzkarten holen und mal gucken, was passiert, wenn man davon alles hat, ob es irgendwie so ein 100% Ende gibt oder so, aber ich glaube nicht. Ich glaube, so weit haben die gar nicht gedacht. Weil die N64-Games hatten das. Ja, das war halt nicht so der Absolut-Standard, mit dem man die Leute gelockt hat. Nee. Ich meine, da hat eine Highscore ausgereicht. Ich meine, Bomberman 64, komplett neue Welt mit 2 Bossen.
quasi die Story ging weiter. Heute würde man sowas als 5 DLCs verkaufen. Probably. Und dann noch die Sache irgendwie Bomberman Hero, auch wenn du alles 100% hast, kommt nochmal eine zusätzliche Welt. Mit dem True Ending. Klein Surkon, du kommst nur in den Stream und siehst Explosionen, ja. Das, bei einem Spiel namens Bomberman sollte man das auch eigentlich erwarten. Das macht mir eher sehr Sorgen, dass Surkon sich über Explosionen wundert. Ah, sehr schön. Maru ist im Garten und schraubt an ihrem Killer-Toaster weiter. Es ist immer sehr beruhigend, wenn dein Ehepartner, der potenziell die Welt zerstören könnte, im Garten sitzt und nicht genau weiß, an was er gerade rumschraubt. Boah. Das ist ja schon die Final Stage. Also ich werde die jetzt wahrscheinlich noch machen, den ersten Part davon in den Rendervorgang schmeißen und dann duschen nochmal. Nochmal. Und dafür beten, dass es noch Leute gibt, die tatsächlich wissen, was Bomberman ist. Verbreitet die Kunde weiter, Kinder. Bomberman existiert. Nur weil das letzte Spiel scheiße war. Okay, ihr habt noch eine Mission. Prügelt den Leuten das letzte Bomberman aus dem Schädel. Das Problem ist, die Rechte liegen immer noch bei Konami. Das entschuldigt trotzdem nicht den letzten Schrott. Ich meine, sie haben es ja damals schon besser gekonnt. Aber was kriegen wir? Wir kriegen so einen Bomberman, was vielleicht in den 80ern cool gewesen wäre. Nicht mal. Weil ich damals gehört habe, oh geil, ein neues Bomberman kommt raus. Da habe ich gedacht, oh cool, endlich mal wieder ein schöner 3D-Bomberman. Und habe ich gedacht, so yay. Und dann habe ich gelesen, oh, Konami. Muss ich aber auch ehrlich sagen, ich hatte auch wirklich Erwartung, dass das tatsächlich mal einer der besseren, ne, werden könnte vom Anfang. By the way, ich liebe seine Stimme. If you want the bomb element, then you must come to me. That is, if you can get this far. Oh, dieser Typ, ey. Destroy the battleship. Ging's denn nicht eben noch scheiße, Opa? Wunderheilung kennst du, ist alles. Nee, ohne Scheiß. Und dann habe ich gehört, oh, Konami. Und dann war alles, dann war meine Hoffnung eigentlich schon tot. Weil jetzt, am liebsten würde ich sagen, nichts gegen Konami, aber doch, was etwas gegen Konami. Weil mittlerweile kommt da immer mehr Zeug, wo niemand nachgefragt hat. Man muss halt leider Gottes sagen, nichts gegen Konami schön und gut, aber Welpenschutz hört irgendwann mal auf, wenn sie nach und nach immer wieder an den Kunden vorbei produzieren. Ja. Ich meine, irgendwann halt wirklich gegen. Ich meine, sie haben ganz klar gemerkt, so, Mensch, Kojima rausballern war vielleicht nicht unser bester Move. Vielleicht sollten wir wenigstens noch das an der Fanbase retten, was wir haben. Wie wär's mit Metal Gear Survive? Genau. Ich glaube eher, das war so auf Neukunden-Phishing bezogen. Das werde ich, glaube ich, auch nie verstehen. Warum sie Metal Gear Survive trotzdem rausgebracht haben. Sie wussten, dass es eine scheiß Idee ist. Ja, aber in der Zeit war halt so eine riesen Hypewelle auf Wellen-Survival. Hau mich tot mit Zombies. In dem Jahr. Ja, generell davor schon. Da hatten wir ja schon Dead Island, hau mich tot.
Ja, eben. Da hat sich dann der erstbeste Idiot hingesetzt, ja, wir müssen neue Kunden fischen, und dann kam sie auf die Schnapsidee. Metal Gear Survive. Das erste Spiel, das die Eier besaß, Leute für fucking Safe Games zu bezahlen. Das ist bis heute. Das will mir bis heute nicht in den Kopf. Dass ein Spiel so dreist sein kann, dass du für jemanden für Spielstände an die Kasse bittest. Das will mir bis heute nicht in den Kopf. Tja, die Maschen werden immer doller. Ich meine, was ist, wenn du dir das Spiel jetzt irgendwie mit einem Familienmitglied teilen musst? Ist ja noch gang und gäbe. Dann lege ein zweiter Kaul zu und kauf es nochmal. Ja, das ist. Das war ja schon damals so ein riesen Bullshit, als sie da für Need for Speed ein Timesaver Pack rausgehauen haben, wo du für keinen Content alles freischalten konntest. Nach dem Motto, es ist mir viel zu langweilig, dieses Spiel zu spielen, um die 2% Fortschritt zu bekommen am Ende vom Spiel. Ich zahle jetzt 10 Euro und hab dann alles. Ich hab dann absolut keinen Grund mehr, dieses Spiel zu spielen. Das brauche ich. Ja, doch. Ja, wirklich, für fucking Safe Games. Das ist schon echt. Traurig ist ja, wenn man jetzt mal so ein bisschen weiterkramt. Bei Mario hatten sie, glaube ich, mal eine Zeit lang versucht, Münzen einem anzudrehen. War das Sonic mit Ringe? Nee, du hast bei Sonic als die. In Sonic Lost World war das, hast du extra Leben als Pre-Order-Bonus bekommen. Ach so, war das ja. Extra Leben. Ja, aber bei Mario gab es auch mal irgend so ein komisches Zusatzgepimmel. Das weiß ich nicht mehr. Ja, da hast du extra Leben so bekommen, oder? Ich weiß es echt nicht mehr. I cannot remember. Oh fuck, das Ding ist halt, die haben wirklich alle schon probiert, einen irgendwie schwachsinnigerweise Geld aus der Tasche zu ziehen. Hey Judas, und danke für den Host! Wenn es halt auf die Methoden nicht mehr geht, schneid einfach das Ende raus und verkauf es als eigenständiges DLC. Ich guck dich an, Asura. Das war ja Capcom. Das endet ja trotzdem nicht an der Scheißigkeit. Ja, das hat mich damals auch schon aufgeregt. Das hat mir das gesamte Ende auch ruiniert. Welche mal. Da stehe ich auch heute noch zu. Ich meine, das Ende an sich war cool. Aber ich hätte es geil gefunden, wenn es tatsächlich im Spiel da drin gewesen wäre. Ich meine, diese ganze Ryu und Akuma-Gejatze wäre schön und witzig. Das ist ja auch cool, wenn das DLC ist. Das gehört ja nicht zur Hauptstory. Aber das tatsächliche Ende als DLC zu verkaufen, ist schon ein bisschen asozial. Ich hab's gar nicht mehr so in Erinnerung, aber war das nicht so, dass das Originalende sogar noch mit auf der CD-ROM einfach noch freigeschalten wurde? Ja, also du musst das Ende einmal normal durchspielen, dann denkst du, okay, es ist Ende. Dann musst du es nochmal spielen für das, in Anführungszeichen, True Ending. Und dann musst du das DLC kaufen. Judas, du hast mit JoJo's Bizarre Adventure angefangen. Okay, all power to you. It's them JoJo. And by the way, prepare for the most snoring final boss überhaupt. Das wird jetzt eine richtige Schnarchpartie. Ich bin bedeutsam. Ich habe einen Monolog und wahrscheinlich einen Namen in der Textbox. Das war eine dumme Idee von mir. Ja. Kannst du dir doch nicht mehr was anlegen, das einen Namen in der Textbox hat. Okay, wenn ich so weitermache, habe ich gleich ein Problem. Dann mach es nicht so. Nee, ich muss hier ein bisschen vorsichtiger vorgehen, aber... Aua! Kannst du doch nicht machen, du
Knödelbuggy. Und vielleicht doch. Ach shit, warte mal. Oder warte mal, konnte ich den nicht? Penner. Nee, konnte ich nicht. Okay. Mo. Mo, I say. Mo, I say. Laser! Ja, es ist gut möglich, dass ich doch einen zweiten Versuch brauche. Ja. Ich habe den Anfang ein bisschen scheiße gemacht. Ja, gut. Ich wusste nicht mehr, dass ich das, dass ich den Anfang ein bisschen vorsichtiger spielen muss. Immerhin hat er ein Einsehen. Aber vielleicht schaffe ich es ja noch. Mal gucken. Ich habe heute schon mal ein Wunder vollbracht. Also. Ich habe heute schon einen anderen Boss mit einem. Okay, ich habe es geschafft. Fuck it. Ist egal. Ich habe nur vergessen, dass der Anfang so ein bisschen tricky ist. Wegen diesen blöden Kugeln, deswegen musst du mal ein bisschen gucken, wo er so langsam vor sich hin schwabert. Schwabbelt und wobbelt. Ja, eben. Alter, jetzt wo ich das mal so vor mir habe, das Spiel ist voll kurz. Das kam mir damals jetzt, als ich es auf für meinen alten Kanal gespielt habe, kam es mir viel länger vor. Oh nein, es hat Merry-Chloriana. Es hat die Macht. Es ist Jar Jar Binks. Nicht sind nicht Bomben? Ichse dich Bomben, ja. Ichse dich Bomben weg? Nicht so denken, Spiel sei zu kurz? Jetzt ohne Scheiß, ich glaube, das sind jetzt hier, so wie ich das jetzt render, nicht mal 10 Parts. Ist also ein relativ kurzes Projekt geworden. Na trotzdem, Bomberman Generation ist halt so eins der letzten 3D-Bomberman-Spiele, wo ich noch richtig geil fand. Es hat halt so überwiegend das, was ein Bomberman-Spiel ausgemacht hat für mich. Plus, wenn man jetzt mal so zurückdenkt, Bomberman 64 war ziemlich unforgiving. Also generell. Aber es war halt damals auch eine andere Zeit. Ich meine, ganz ehrlich, N64. Da musste das mal ein bisschen schwieriger sein, damit das tatsächlich auch was taugt. So zum Beispiel Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, das sind ja alle Spiele, die kannst du ja über Stunden und Stunden und Stunden on end spielen. Aber trotzdem, ich wünsche mir einfach, dass eines Tages Konami sagt, hier, Platinum Games, macht mal neues. Ich werde ja wohl noch träumen dürfen, ja. Niemals. Oh Gott. Ich meine, woran arbeitet Platinum Games aktuell? Müsste man googeln, weiß ich gerade echt nicht. Als ich das letzte Mal auf deren Website geguckt habe, ich jetzt nichts gesehen, was irgendwo in unserer Sprache rauskommt. Wir haben ja einen cleveren Chat, glaube ich. Woran arbeitet Platinum gerade? Ich gucke da nachher mal auf der Website. Ich hänge da gern mal rum eigentlich. Oh, ein Fanboy. Ja, ich bin Platinum-Fanboy. Überwiegend. Ach stimmt, die arbeiten an Bayonetta 3, ganz vergessen. Ah. Stimmt, ja.
Nackig mit Knarren. Bubinetta 3. Speaking of Bayonetta. Müsste ich eigentlich auch mal revisiten eigentlich. Mit viel Wetter. Und dann müsste ich tatsächlich mal Bayonetta 2 weiterspielen. Beziehungsweise mal fertig spielen. Weil ich hab's mal angefangen und fand's eigentlich ziemlich geil. Aber dann habe ich irgendwann aufgehört zu spielen und ja. Also könnte ich auch nochmal von vorne anfangen, für Stream zum Beispiel. Wo ist eigentlich DMC 5? Ja. Platinum. Daran sind die, glaube ich, ja auch momentan. An einem DMC-Teil. Was? Ich glaube, das müssen die sich erstmal. Hab ich irgendwas gelesen gehabt, auf jeden Fall nur. Na, Fakt ist ja sowieso, E3 steht vor der Tür. Da werden jetzt sowieso demnächst einiges an Trailern droppen. Oder war die E3 jetzt oder kommt die? Die kommt erst, ich merk's momentan. Ich hab überall, ja, das wollen die auf der E3 machen, das wollen die. Ey, es ist momentan schlimm. Ich sitz einfach nur hier und sitz mir. Ich weiß, die E3 kommt und ich weiß, sie werden dann jede Menge Trailer droppen. Und die Hälfte davon wird einen nicht interessieren und die andere Hälfte ist einem egal. Oh, wie gesagt, ich habe momentan sehr viele Videos auch bei mir immer, die mir halt irgendwie reingeworfen werden oder von Freunden gesendet werden. So, guck mal hier, Resident Evil! Und ich sitze und denke mir so, ich warte erstmal ab. Solange es nicht Resident Evil 7 nochmal wird. Nee, das nächste große Ding wird ja tatsächlich Resident Evil 2 Remake. Ja. Das wird das nächste große Ding von denen. Da scheißen die sich jetzt großartig mit die haufenweise Bootleg und Fake-Gedönse zu. Ja. Solange da nichts offizielles von Capcom ist, braucht ihr mehr da. If you don't speak Capcom, you don't speak to me. Sagen wir so, ich weiß halt nur, dass welches Gruppe momentan mit Capcom im Gespräch sind. Wegen irgendwas, wegen Veranstaltung. So, jetzt hab ich ja mehr weiß ich nicht. Oh, ja, Tyria hört das zuerst. Keks ist mir wegen irgendwas mit irgendwem im Gespräch. Forsbound Kingdom mal gespielt? Nie gehört. Was für ein Ding? Forsbound Kingdom. Hä? Nie gehört. Was soll das denn sein? Literally nie gehört. Sie kennen beide Leute.